Mein Bruder und ich haben schon wieder eine dreitägige Wanderung im Harz gemacht und bevor Tag 1 der dreiteiligen Videoserie startet, wollte ich noch ein paar Worte von mir loswerden. Ich habe mir für 6,99 € im Monat WeLife Plus geholt, extra damit die Visualisierung der Tracking-Aufzeichnung, die man am Ende des Videos sieht, beziehungsweise am Ende von jedem Teil der Videos, dass sie nicht in 360p, sondern in Full HD-Auflösung abgespielt werden oder exportiert werden können und so weiter. Weil ich muss mich ja qualitativ auch irgendwie verbessern, weil das muss so sein, das will ich so. Und außerdem wäre es dann auch möglich, noch viel größere Touren ebenfalls über WeLife exportieren zu lassen, worin es in der kostenlosen Version auch eine Einschränkung gibt. Und mir ist eben gerade aufgefallen, dass eine neue Beer Power Stufe 2 Kanalmitgliedschaft abgeschlossen wurde. Und darauf werde ich jetzt zu Hole Up hinlaufen, extra ein Bier kaufen gehen, diesen trinken und auf das neue Kanalmitglied Beer Power machen gehen. Deswegen gehe ich jetzt raus. Da vorne ist dieser verschmierte Hole Up und da werde ich jetzt erstmal Bier kaufen gehen. So, ich habe mir eben gerade ein Bier gekauft und jetzt werde ich diesen hier ganz entspannt hier vorne trinken. Und nachdem ich diesen hier ausgetrunken habe, dann gibt es Bier Power. Ich grüße dich, John Peoples. So, ich gehe jetzt nach Hause. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Bis gleich. Ich bin zu Hause angekommen und jetzt Tag 1 der dreiteiligen Videoserie Start kommt. Nee, Naturin schon wieder dran. Ich werde heute schon wieder eine Wanderung machen. Schon wieder im Harz. Mit meinem kleinen Bruder schon wieder. Und genauso wie beim letzten Mal werde ich ihn auch dieses Mal außen vor lassen. Aber sprich, man wird in der gesamten Videoserie die ganze Zeit nur mich sehen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass wir zu zweit sind, aber man nur die ganze Zeit mich sieht. Und hier, ich habe jetzt draußen gestartet, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin jetzt gerade dabei, zu Fuß von zu Hause aus bis zum Bahnhof, bis zum Hauptbahnhof zu laufen. Es sind ungefähr 5 Kilometer, also gerundet, aufgerundet 5 Kilometer. Und ja, guck mal, da ganz hinten, da ist schon wieder dieser Bauhaus. Und weil da dieser Bauhaus ist, bin ich jetzt gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen muss ich es auch schnell machen. Oh Scheiße, da vorne ist rotes Licht und ich sehe, dass diese ganze Zeit hier die ganze Zeit am Rennen ist. Das nervt mich. Jetzt ist grün. Und jetzt weiter zu gelaufen. Hier vorne ist eine Vollfettkreuzung. Und hier vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. Und hier vorne ist am Sparkassenautomat. Ich werde hier erstmal kurz Geld abholen. Und jetzt flüchtig weiter zu gelaufen. Bis zum Hauptbahnhof. Mit Gas. Ich muss wirklich schneller machen gerade, weil hier die Zeit, die drängt gerade und so. Das dauert nicht mehr lange, bis hier dieser komische Zug oder wie das heißt, abfährt. Das nervt mich. So, ich bin in Hauptbahnhof angekommen und jetzt Niedersachsen-Ticket für 2 kaufen gehen. So, ich bin pünktlich angekommen. Warte hier. Mein Zug, der steht hier schon rum und wartet auf mich. In 2 Minuten fährt er los. Das heißt, ich hab geschafft. Finde ich gut. So, ich bin in diesen Hannover angekommen. Und jetzt habe ich ein bisschen Umsteigezeit. Ich glaube, ich werde was Kleines zum Essen holen. Und dann nach Celle hinfahren. Hier vorne ist dieser Burger King und ich werde hier eine Kleinigkeit holen. So, ich habe gerade 2 Cheeseburger und einen Chicken Burger gekauft. Und jetzt werde ich einen Cheeseburger essen. Nachdem ich diesen Cheeseburger gegessen habe,
muss ich gleich schon wieder zum nächsten Zug hinlaufen. Weil der kommt schon gleich. Deswegen passiert das gleich. Dass ich zum nächsten Zug hinlaufen muss. Mein dreckiger Zug, der steht hier schon. Das heißt, ich werde jetzt hier einsteigen. So, ich bin in Celle angekommen und mein Bruder, der kommt gleich, keine Ahnung, in 10 Minuten oder so. Und ich werde gleich auf ihn draußen warten. Und wenn er dann gleich ankommt, dann gleich einkaufen oder so. Und danach wieder zurück nach Hannover fahren. Und dann nach Bad Harzburg fahren, weil hier, dieses Mal wollen wir in Bad Harzburg zu Fuß laufen. Dort steigen wir dann aus. Da beginnen wir dann diese Harztour. Das machen wir. Mein Bruder ist angekommen. Und jetzt erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen, weil wir haben noch Umsteigzeit. Also Zeit, bis der nächste Zug kommt. Wir haben ein Duster gefunden. Das ist bestimmt ein Biergeschäft. Das heißt, da werden wir einmal einkaufen gehen. So, wir haben gerade eingekauft. Und ich habe hier drei Träger Wickkühler und einen Zucker gekauft. Der Rest habe ich von zu Hause mitgenommen. Hier Wasser und geschmierte Brote und so etwas. Ein paar Riegel. Das habe ich von zu Hause aus gekauft. Das habe ich von zu Hause aus mitgenommen. So, mal eingepackt. Und jetzt zum Zug hinlaufen. Und wir haben nicht so viel Zeit, aber diese Scheißlampe, die nervt uns die ganze Zeit. Und der Zug fährt gleich. So, der verschmierte Zug ist angekommen. Ja, hier werden wir jetzt einsteigen. Und erstmal wieder nach Hannover fahren. So, wir sind jetzt hier in Hannover angekommen. Und wir haben ein bisschen Umsteigezeit. Das heißt, wir laufen gleich raus. Und Bierpause. Oh Scheiße. Von meinem Bruder ist da was kaputt gegangen. Hier, da kommt Flüssigkeit raus. Und hier, guck, hier ist ganz viel Flussstreifen. Dieser Flussstreifen, der führt die ganze Zeit bis hier ganz hinten weiter. Das ist diese Flasche, die aufgeplatzt ist. Die spritzt hier rum und sowas. Hier, wieder eine Flasche. Sehr gut. Ja, wir haben hier Betonklotze gefunden. Hier werden wir ein bisschen Pause machen, bevor dann irgendwann Umsteigzug kommt. Und guck mal, das habe ich euch vergessen zu zeigen. Und zwar, guck mal, ich habe hier ein Update gemacht, hier an meinem Wagen. Ich habe jetzt das hier dabei, Bieröffner. Weil guck mal, sonst bin ich immer hier hingegangen und das war immer schwierig gewesen, immer hier in die Flasche reinzugreifen. Das hat mich immer wieder voll gestresst. Und deswegen habe ich mir gestern überlegt, hier diesen Bieröffner mit, wie heißt das Ding nochmal? Kabelbinder. Da habe ich hier zwei Löcher reingemacht, Kabelbinder durchgezogen und dann hier das hier da dran gemacht. Extra, damit ich das jetzt hier aufmachen kann. Und das werde ich jetzt das erste Mal benutzen. Geprost! So, der Zug wartet auf uns und jetzt hier einsteigen und dann bis nach Bad Harzburg hinfahren. Guck mal, da ganz hinten, da ist erste Harzberglandschaft. Da hinten, da ist auch Harzberglandschaft. Da drüben ist auch Harzberglandschaft. Da hinten ist noch mehr Harzberglandschaft. Thank you.
Davor, der sollte dieser Bad Harzburg sein, glaube ich. Wir sind in dieses Bad Harzburg angekommen. Gleich erstmal darauf ein Bier trinken. Und dann ein Eis holen. Und dann Wanderungsstart kommt. Ich habe gerade diese versiffte Maske ausgezogen. Und mein Bart fühlt sich so ungepflegt an und so abwertend und widerlich. Das mag ich nicht. Aber jetzt werde ich erstmal ein Bier trinken. Und jetzt zum nächsten Eisladen hinlaufen, Start kommt. Oh Scheiße! Schon wieder ist genau das passiert. Das ist Katastrophe. Das mögen wir nicht. Das spritzt rum. Das läuft aus. Das fängt langsam gut an. Jetzt suchen wir nach einer Lösung. So, wir haben uns jetzt auf Folgendes geeinigt. Weil hier, diese Tasche von meinem Bruder, die ist komplett aufgerissen. Die geht nicht mehr zu und so weiter. Und da fallen die ganzen Sachen raus. Ich warte hier und passe auf die ganzen Sachen auf, weil man halt so nicht mal weiterkommt. Und er sucht gerade einen Supermarkt und kauft da irgendwelche großen Tüten und sowas, die reißfester sind. Damit der Inhalt davon in diese Tüten gelagert wird und dann auf den Wagen gehangen wird. So, mein Bruder ist zurück und der hat sich Tüten besorgt. Und das sieht jetzt so aus. Genau, und zur nächsten Eisdiele hinlaufen, Start kommt. Wir haben eine Eisdiele gefunden und hier werden wir jetzt Eis essen gehen. Hirnfrost. Das hat gezimmert. Das hat wehgetan. Wir sind gerade hier auf so einer Brücke drauf, wo hier diese ganzen Autos und sowas hier langfahren. Genau hier sind wir gerade drauf. Schließt man mehr Bierpower und Premium-Mitgliedschaften ab, damit ich viel mehr Personen beim Bierpower machen begrüßen kann. Hängen bleiben. Doch ein Weg mit Schwierigkeit. Ja genau, ein Weg mit Schwierigkeit. Und da hinten ist Fluss. Das hier vorne, das ist Ritze von dieser Seite aus. Hier, guck mal. Wir sind jetzt gerade hier oben oder so. Und deswegen laufen wir jetzt hier, genau da runter. Da, wo das aussieht, das, genau da laufen wir runter. Aber hier nochmal so ein komischer Bild von diesem, wie heißt das nochmal? Dieser Stein, der hier ist.
Genau, vielleicht kann das so ein Thumbnail-Bild sein, aber ich weiß auch noch nicht, ob das ein Thumbnail-Bild wird. Nein, es wird kein Thumbnail sein. Das Bild sieht zwar cool aus, aber ich werde aus dieser Videoszene einen Screenshot machen und daraus ein Thumbnail machen. Dieser Ausschnitt ist zwar aus Tag 2, aber ich brauche ein Playlist-Thumbnail und ich finde, dieser passt am besten. So, weiter geht's. Egal, ich laufe jetzt einfach hier genauso runter. Ich bin fast runtergefallen. Ich bin unten. Oi. Schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, hier vorne ist Weg mit Schwierigkeit. Diesen werde ich jetzt mit meinem schweren Wagen runterlaufen. Das werde ich jetzt wirklich machen. Ich bin Weg mit Schwierigkeit runtergelaufen. Guck mal, da drüben ist so ein voll Fettwasserfall, aber ich glaube, den sieht man nicht. Mein Bruder schickt mir ein Bild und dieser sieht genau so aus. Genau, so sieht dieser Wasserfall aus. Oh Scheiße, meine Tüte ist aufgerissen. Die ist komplett aufgerissen. Weil hier, guck mal, meine ganzen leeren Bierflaschen, die liegen hier rum. Weil hier meine ganze Tüte hier aufgerissen ist. Und darauf, dass hier diese ganze Tüte aufgerissen ist, werde ich diese Tüte jetzt erstmal in diese Tüte hier reinstecken. So, und darauf, dass ich jetzt diese kaputte Tüte jetzt in diese Tüte hier reingemacht habe und diese Tüte jetzt hier auf diesen Wagen hier drauf gepackt habe, werde ich jetzt die ganzen leeren Bierflaschen hier in meiner Tüte hier reinpacken. Ach ja, stimmt. Ich wollte euch erzählen, dass Dunkle gekommen ist. Wir haben hier, genau, hier. Hier ist ein ebener Boden. Den haben wir gefunden. Ganz stolz. Und das ist hier direkt auf so einem Wanderweg. Und wir haben hier keine Schutzhütte oder so etwas gefunden. Das heißt, auf gut Glück werden wir, glaube ich, hier uns genau hier auf diesen Scheißboden in freien Himmel
hinlegen und hoffentlich, dass das nachts nicht regnet oder so. So, ich möchte euch unseren Schlafplatz zeigen. Wir sind jetzt gerade unter dem freien Himmel und keine Ahnung, ob das später regnet oder nicht. Aber wir fühlen das momentan so, dass es nicht regnet. Und deswegen, genau, das liegt hier. Hier liegt mein Schlafplatz. Hier vorne liegt der Schlafplatz von meinem Bruder. Und hier liegen die Sachen von meinem Bruder rum. Hier liegen die ganzen, ja, Getränke, also die normalen Getränke und Spiritus und das habe ich für morgen. Und hier in dieser roten Dose, da ist Kaffee drin und da drin sind geschmierte Brote von mir. Und genau, hier ist mein Kochsystem, den werde ich gleich auspacken und anmachen. Und für mich werde ich gleich diese Tortellini. Genau. Diese Tortellini, die werde ich heute machen. Also gleich. Genau, hier ist eine Grableuchte. Hier vorne ist auch eine Grableuchte. Hier ist unser Mülleimer, wo wir unser Müll reinschmeißen. Der ist schon ganz gut voll mit den ganzen leeren Bierflaschen und sowas. Und hier, guck mal. Hier ist meine Kühltasche mit noch mehr Bier drin. So, wir werden jetzt Fressen machen. Und weil der Hunger für meinen Bruder größer ist als meiner, wird mein Bruder anfangen, Fressen zu machen für sich selber. Bevor dann ich dann anfange, für mich selber zu Fressen zu machen. Und deswegen werde ich jetzt mein Kochsystem anmachen. So, jetzt sieht da an genug aus. Das heißt, jetzt kann mein Bruder seinen Topf draufstellen. Genau, und jetzt warten, bis dann irgendwann bald Bläsen kommen. Die Raviolis von meinem Bruder sind fertig. Das heißt, ich werde Folgendes testen und prüfen. Und zwar, ich werde das hier erstmal auspacken. So, ich habe das ausgepackt und ich werde Folgendes testen. Das habe ich bisher noch nie getestet und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder eben halt nicht. Und zwar, ich wollte Folgendes prüfen. Prüfen, ob das funktioniert, wenn ich komplett diese ganze Schale hier drauf stelle. Und wenn ich das dann verbrennen lasse, weil das ist glaube ich Alumetall oder so etwas. Weil ich habe hier keinen Bock drauf, hier meinen unschuldigen Topf hier mit dieser ganzen Soße und so etwas zu dahin verschmieren. Und deswegen wollte ich das mal einfach mal testen, ob das funktioniert, wenn ich diese ganze Packung einfach da drauf stelle. Und ob das genauso warm wird, dass das fressbar wird. Und deswegen mache ich das jetzt. So, ich habe von davon ein Stück probiert und das schmeckt irgendwie ziemlich durch und voll in Ordnung. Also nicht so, als ob da irgendwie Giftstoffe oder so hochkommen von dieser Schale oder so. Sondern eigentlich total in Ordnung. Schwarztee brennt. Das heißt, dass ich diesen Schwarztee jetzt hier und hier reinmachen kann. Dann werde ich jetzt nochmal so ein Fertiggericht, das ist so ein Hacksteak-Fertiggericht irgendwie so etwas. Mit Kartoffeln und noch mehr Sachen drin. Irgendwie so etwas. Habe ich noch nie probiert. Aber diesen werde ich jetzt direkt auf das Feuer wieder draufstellen. So,
Dieser Fertiggericht, der sieht so fertig aus. Weil guck mal hier. Mein Feuer ist ausgegangen. Dieser Campingkocher. Der Spiritus ist leer. Und deswegen, weil dieser Spiritus leer ist. Das war ein bisschen heiß. Werde ich jetzt hier ein Stück kosten. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Ob das genug Geschmack hat zum... ihr wisst schon. Zum Reinmachen. Genau. Deswegen probiere ich das jetzt. Das schmeckt zwar scheiße und fertiggerichthaft, aber das kann man gut fressen. Ich glaube, dass er genug durch ist, um das komplett fertig zu fressen. Das heißt, ich werde diesen Fertiggericht, der scheiße schmeckt, fertig fressen jetzt. Genau, das werde ich jetzt machen. guck mal, so viel Temperatur haben wir jetzt gerade. Hier, 1 Grad oder wie das heißt. Genau. Jetzt steht da 0,9 Grad drauf. 0,8. Ja genau, das wird immer kälter. Ja, jetzt 0,7 Grad. Genau. Oh, jetzt 0,6 Grad sogar. Genau. So viel Temperatur haben wir jetzt gerade. 0,5 Grad sogar jetzt. Ja, genau so schlafen wir jetzt hier im Freien und sowas. Also gut, jetzt steht da 0,4 Grad, aber keine Ahnung, wie kalt das doch heute wird. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, wie viel kalt wir das jetzt haben. So, wir werden jetzt bei draußen bei dieser Kälte rumschlafen. Das werden wir jetzt machen. Gute Nacht, bis morgen. Das hat immer wieder voll genervt, damit rumzulaufen, weil hier diese ganzen Kieselsteine und so etwas hier reingefallen sind. Und noch mehr Sachen. Oder welche Matsch reingetreten bin, da ist diese Flüssigkeit von diesen und dieser Dreck und Erde und sowas auch noch über den Fuß reingekommen.